Im Prozess um die schwarzen Kassen in Spaniens konservativer Partei PP haben zwei ehemalige Regierungschefs jegliche Verwicklung in den Skandal bestritten. So erklärte der ehemalige Ministerpräsident Mariano Rajoy, er habe in seinen 40 Jahren als Mitglied der Partito Popular nie einen Parteichef oder ein Parteimitglied über die sogenannte Box B, die parallele Buchhaltung, sprechen hören. Auch Ex-Ministerpräsident José María Aznar bestritt in seiner Zeugenaussage per Video jegliche Kenntnis von paralleler Kontoführung. Seit der Verurteilung des ehemaligen Schatzmeisters der konservativen Partei, Luis Bárcenas, versucht sich die PP von dem Korruptionsskandal zu distanzieren.